1802,36 Ausgaben 7.753.802,36. Somit besteht ein Soldüberschussabgang von 0, also ein ausgeglichener Haushalt. Als Anteilsbetrag vom ordentlichen Haushalt kommt in den AOH, also in den außerordentlichen Haushalt, der Betrag von rund 239.538,98 zur Abdeckung nachstehender Vorhaben zugeführt werden. Wir haben bis jetzt jedes Jahr, seit ich Bürgermeister bin, haben wir einen Überschuss produziert. In den letzten Jahren waren es meistens zwischen 500.000 und 600.000 Euro, heuer sind es 239.000 Euro, aber bis jetzt haben wir immer Einnahmen- und Ausgabenmäßig immer sehr, sehr gut gewirtschaftet. Dieser Betrag 239.000 wurde übergeführt in den außerordentlichen Haushalt. Marke meinte die Tochter geht für Industrie West Angelegenheiten bzw. für das Wasserhaus in der KG. Ist Einnahmen von 7.822.576,42, ist Ausgaben 8.085.685,05. Daraus ergibt sich ein Ist-Abgang von 263.100,63. Der außerordentliche Haushalt soll Einnahmen 2.930.722,09, Ausgaben 3.319.685,35, daraus ergibt sich ein Sollabgang von 388.963,26. Dazu darf ausgeführt werden, dass der Sollabgang, wie wir das übernommen haben, im Jahr 2011 bei rund 1,3 Millionen oder 4 Millionen, bei 1,4 Millionen stand. Und man kann sehen, dass wir kontinuierlich im außerordentlichen Haushalt durch den Überschuss im ordentlichen Haushalt den außerordentlichen Haushalt dementsprechend reduzieren konnten, was den Abgang anlangt. Und ich sage mal, es sollte in den nächsten ein bis zwei Jahren auf Null gestellt sein. Der Sollabgang 2014 ergibt sich aus erstens Volksschule, Generalsanierung, Sollüberschuss 11.046, Straßensanierung, Sollüberschuss 54,55, Kreisverkehr, Sollabgang 13.702,70, Rückhaltebecken Lieber-Dusenbach, Sollabgang 78.933,81, Markenmeldung die Tochter AG Industrie West, Sollabgang 378.668,22, Letztstraßenbeleuchtung, Sollüberschuss 13.357,93 und Wirtschaftshoffahrzeuge 4.152,99, ergibt Sollabgang von 388.963,26. Ist Einnahmen 5.283.080,91, ist Ausgaben 5.260.098,88 und ergibt sich daraus ein Ist-Überschuss von 22.982,03. Der Ist-Überschuss ist bei folgenden Vorhaben verrechnet worden: Straßensanierung 5.471,11, Letztstraßenbeleuchtung 13.357,93, Wirtschaftshoffahrzeuge 4.152,99. Somit ist der Ist-Überschuss von 22.982,11 dementsprechend ordnungsgemäß übergeführt worden. Man kann auch sehen, dass man auch im ordentlichen Haushalt, im außerordentlichen Haushalt ordentlich Wirtschaft bekommen und selbst da auch einen Überschuss erwirtschaftet haben. Kassenabschluss, Einnahmen, anfänglicher Kassenbestand 1.171.208,89, Summe der ordentlichen Einnahmen 7.822.576,42, Summe der außerordentlichen Einnahmen 834.452,82, Summe der voranschlags unwirksamen Einnahmen 4.753.952,61, ergibt eine Gesamtsumme von 14.582.190,74. Im Ausgangsbereich Kassenabschluss haben wir eine Summe der ordentlichen Ausgaben 7.911.566,79, Summe der außerordentlichen Ausgaben 2.723.822,41, Summe der voranschlags unwirksamen Ausgaben 4.679.213,20, schließlich der Kassenbestand mit 732.411,76
1,66 ergibt eine Gesamtsumme von 14.582.190,74. Was waren die Erläuterungen zum Rechnungsabschluss? Der Rechnungsabschluss ist zeitgerecht aufgelegen für die Bevölkerung. Jedes Gemeinderatsmitglied hat die Möglichkeit gehabt, in der Buchhaltung sich kundig zu machen, dementsprechend, was den Rechnungsabschluss anbelangt. Wenn es jetzt Fragen von eurer Seite gibt, dann haben wir aus der Buchhaltung sind heute hier und können noch die eine oder andere Frage beantworten. Bitte. Keine Fragen? Dann stelle ich den Antrag. Also ich frage eigentlich nicht, okay. Aber allgemein werde ich dazu was sagen über ein Budget. Ja. Wenn man die Zahlen vom Bericht des Prüfungsausschusses sieht, im eigenen Bereich, ich habe schon vorhin so ein Budget dazu gesagt, wenn man sparsamer wäre, mit Steuergeld im eigenen Bereich würde man sich den einen oder anderen kleineren Kredit ersparen oder man täte sich leichter. Und das haben wir ja schon einige Jahre jetzt darauf hingewiesen und da sieht man es auch wieder vom Bericht und das erklärt sich eigentlich auch von selber und darum werden wir auch diesen Rechnungsabschluss auch nicht mittragen. Okay. Ich stelle den Antrag, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2014 zu beschließen und die Rechnungsleger, Bürgermeister und Gemeindekassier zu entlasten. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimme? Danke. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 3, Lohnbarkeitsabgabeverordnung. Da geht es um einen Läusenschluss. So darf ich unseren Amtsleiter kurz für die Erläuterung bitten. Ja, die Lohnbarkeitsabgabeverordnung der Marktgemeinde Lübeck musste geändert werden. Und zwar aufgrund Gesetzesänderungen im Veranstaltungsgesetz, also das steiermärkische Veranstaltungsgesetz, wurde ersetzt durch das Veranstaltungsgesetz 2012 und da hat es immer wieder dynamische Verweisungen gegeben und somit wurde auch die das Landesabgabengesetz novelliert, das geschah im Jahr 2013. Aufgrund dieser beiden Umstände muss man jetzt unsere Abgabenverordnung dementsprechend modifizieren. Das ist ein Vorschlag oder ein Stück für die Gemeinden in der Steiermark vom Steiermärkischen Gemeindebund. Und das wäre jetzt zu adaptieren, damit das richtig überstimmt von den Bestimmungen her. Gut, gibt es da Fragen dazu? Keine, dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat mit der Lohnbarkeitsverordnung in der vorliegenden Form beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Dankeschön. Und bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich mich recht herzlich bedanken, natürlich bei unseren Damen von der Buchordnung, bei Frau Stromberg und bei Frau Platz-Hoffnig. Ich darf Sie entlassen. Ich sage danke recht herzlich, dass Sie zum Sie haben wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet, leisten es das ganze Jahr über. Und ich sage Ihnen recht herzlichen Dank dafür. So, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. 4. Löschung einer Dienstbarkeit EZ 65 Verträge Einrichtung, Errichtung, Betreibung und Erhaltung einer Brückenwaage für Gemeinde Lübeck. Da geht es vor allem darum, das ist vor einiger Zeit die Frau Höller verstorben, die ist 100 Jahre alt gewesen und die war im Besitz dieser Brückenwaage. Diese Brückenwaage existiert nicht mehr und aus diesem Grund geht es eben darum, dass eben der Neubesitzer die Löschung beantragt hat über seinen Notar. Und wenn es dazu Fragen von eurer Seite gibt, dann würde ich das gerne beantworten. Gibt es da Fragen dazu? Keine? Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge der Löschung der Dienstbarkeit der Verwaltung und Erhaltung einer Jugendfrage die Gemeinde lieber zustimmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um Zeit. Nehme ich gerne. Dankeschön. Gut, wir sind beim nächsten Tagesordnungspunkt, Übernahme in das Tagesordnungspunkt 5, Übernahme in das öffentliche Gut, Bahnhofstraße Strauchweg. Ich darf bitten, dass wir jetzt kurz dass man den Plan kurz drauf wird, dass man das erläutern kann.
Man kann das sehen, es ist neu vermessen worden von der Betonischen Herr Moser. Das ist das Grundstück von der Familie Ortner. Das ist der Strauchweg, da ist die Bahnhofstraße und die Familie Ortner tritt an die Gemeinde ein Stück ein Grundstück ab, damit der Gehsteig dort noch dann besser errichtet werden kann. Und wir sollten jetzt diesen Teil sozusagen ins öffentliche Gut übernehmen, damit es keine Ordnung hat, dass dieser Gehsteig nachher dann nicht auf privaten Grund, sondern auf öffentlichen Grund. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Keine? Dann stelle ich den Antrag. Der Gemeinderat möchte der Übergang in das öffentliche Gut, Bahnhofstraße Schlauchweg, unser Durchführung des Teilungsplans, geht es jetzt 40/98/14. Vom 12.02.2015 des Herrn Blonschen und der Moser, wie vorhin erwähnt, zustimmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Gut, dann sind wir beim Tagesordnungspunkt 6, Flächenabtausch, Übernahme des öffentlichen Gut. Das Trendstück ist 2, Durchführung des Teilungsplans GZ 2089 A vom 7.07.2014 des Herrn Betonischen Herrn Reus. Da verbinden wir mit dem Plan. Kurz zur Erläuterung. Wir befinden uns, da ist der Wirtschaftshof in etwa. Und gegenüber vom Wirtschaftshof ist die Firma Kudernader. Und dieses Grundstück gehört auch die Firma Kudernader. Und die Hans-Dahlhammer Straße, der Verlauf ist jetzt da bei der Kurve schon immer über das Grundstück, teilweise über das Grundstück von der Firma Kudernader verlaufen. Und damit man das Ganze berichtigen kann, hat man einen Tausch vorgeschlagen der Firma Kudernader, dass das öffentliche Gut dementsprechend dann auch ein wirklich öffentliches Gut ist und nicht auf einem Privatgrund verläuft. Und dazu hat man da entlang dieser Seite noch dann ein Teil des Grundstückes noch dann abgetreten und das noch dann vorhin abgetauscht, damit eben alles seine Ordnung hat. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Keine? Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge den Flächenabtausch und der Übernahme des öffentlichen Gut des Grundstücks 2 und der Durchführung des Teilungsplans jetzt 2089a vom 7.07.2014 des Herrn Diplomischen Kreuz, wie vorhin erwähnt, zustimmen. Bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Dankeschön. So, wir sind jetzt beim Erweiterungspunkt, Tagesordnungspunkt 7. Zustimmung zur Randverschlechterung einer Grünstadtheit. Ja, genau. Da wird es um Zustimmung zur Randverschlechterung einer Dienstbarkeit gehen und fahren mit Fahrzeugen aller Art zugunsten der Marktgemeinde die Bucht für die Grundstücke 1764.1 und 1771.3 der Kakliniko. Zur Orientierung die Firma Lutz, ehemaliges BWD, die Firma Zeta, genau die Firma Zeta, die jetzt da ist. Und da geht es vor allem um diese beiden Grundstücke, Firma Lutz, für das eine und das andere auch da, wo dieser Weg ist. Und auf diesem Weg hat die Gemeinde jetzt noch eine Dienstbarkeit oben. Das heißt, wir dürfen diese Straße befahren, obwohl sie im Eigentum der Firma Lutz ist. Nachdem die beiden Grundstücke jetzt vereinigt werden, ist die Frage eben an uns gerichtet oder an die Gemeinde, ob wir die Dienstbarkeit herauslöschen lassen oder ob wir darauf weiter bestehen bleiben. Wie gesagt, es macht natürlich Sinn, wenn die Dienstbarkeit aufrechterhalten bleibt. Allerdings sind wir in der Randordnung aber dann nicht mehr so weit vorn, wie es früher war. Nachdem es aber nur um eine, oder nicht nur, sondern um eine Dienstbarkeit gehen von Gehen und Fahren auf diesem Weg, sagt die Randordnung jetzt von dem nichts aus, selbst bei einer Verbesserung. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Für was hat man da eigentlich die Zufahrt eigentlich für die Gemeinde? Bitte? Für was hat eigentlich die Gemeinde dort die Zufahrt? Was das hinten für das? Ist ein alter, da war hinten, ist ein kleiner Teich gewesen. Da ist ein richtig genau ein Retentionsbecken gewesen. Und das ist aber schon von langer, langer Zeit her, dass eben die Dienstbarkeit eben eingetragen war für die Gemeinde, weil halt dort noch andere Rechte oben waren, damit man eben diesen Fleck hinten dementsprechend auch bearbeiten kann. Bitte. Muss das die Gemeinde pflegen oder was? Nein, das ist das Versicherung oder ist das? Nein, das ist immer Nutz ist das.
Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge die Zustimmung zur Handelsbestellung einer Dienstbarkeit gehen und fahren mit Fahrzeugen aller Art zugunsten der Marktgemeinde Libok für die Grundstücke Nummer 1764-1 und 1771-3 der G. Libok beschließen. Ich darf um ein Zeichen der Zustimmung bitten, wenn Sie damit einverstanden seid. Danke. Gut. Wir sind im öffentlichen Teil jetzt fertig. Wir haben nochmal einen Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil.